So, und zwar, liebe Leute, ist ein neuer Patch draußen. Brauchen wir gar nicht über den Blue Post rübergehen, da habe ich schon mal drüber geredet. Ich verlinke den Patch nochmal unten in den Kommentaren. Ja, welche Änderungen bei den Changes kamen, bei den Klassen und so weiter. Aber die größte Änderung heute, die kam, ist einmal die hier. Ich hoffe, ich kann es noch sehen. Auf jeden Fall wurden die Mount-Preise. Ich kann es noch sehen. Verringert. Reiten kostet 8 Gold. Natürlich mit dem Ruf. Ja, Reiten kostet 8 Gold. Und eine Mount kostet 30 Gold. Also im Endeffekt die Hälfte. Ja, sehr, sehr günstig mittlerweile. Und was dazu kommt. Ich gehe mal auf den Char, den ich heute leveln will. Bin gerade so, by the way, im Stream. Ja. Ich klicke da mal rauf und ich zeige euch mal was Böses. Blizzard hat gesagt, es wird mehr XP geben und mehr Gold, aber schau mal oben rechts hin. Durch Quest erhaltenes Gold 300%. Das ist ganz schön viel. Und natürlich muss man jetzt bedenken, okay, eigentlich ist gar nicht so viel, ja, wenn man überlegt. Ach so, hier ist noch meine Hotdog-Würstchen-Liste. Sagen wir mal, du kriegst auf Level 39, 33 Silber. Für eine Quest, aktuell. Dann sind es jetzt ein Gold. Und dann denkst du, okay, ist ja gar nicht so viel. Ja, das sind ja nur 70 Silber. Aber du musst überlegen, das machen vielleicht 30.000 Leute. Und die machen vielleicht 50 Quests jeder. Überleg mal, wie hart dieses Gold in die Economy reinboostet. Also, wir hatten ja erst die Inflation durch. Natürlich erstmal Bots-Inflation, dann hatten wir Inflation durch den neuen Wayland-Dinger. Und jetzt 300% Raw Quest-Gold mehr. Also, wenn ihr irgendwie Gold habt, ja, ich habe jetzt nicht viel, 120, versucht das irgendwie in Materialien umzuändern, dass ihr nicht die ganze Value verliert. Aber ist auf jeden Fall ein dicker Boost. Das Ding ist, die 300% Gold fühlt sich geil an. Die Kaufkraft davon ist natürlich nicht die gleiche, die es hatte vor einer Woche oder so. Aber ich werde jetzt 13 Stunden lang diesen Char hier leveln. Mal gucken, wie weit wir kommen. Habe ich nicht hier irgendwo automatisch Quest annehmen? Und wie gesagt, ja, der Patch ist unten verlinkt mit den Klassenänderungen, die reinkommen. Habe ich, glaube ich, automatisch. Warte, wahrscheinlich steht es hier nicht mehr dabei, ne? Was die gibt. Die Trommeln für 7k XP geholt. Wait. Stimmt ja, du kannst auch die Trommeln Eschenwell abgeben. Und BFD müsste jetzt auch richtig gut XP geben, ne? Holy moly.